Ich hab Angst. Boom! Hallo Freunde des gepflegten Dartsports. Wir spielen heute mal wieder eine Runde Tim vs. Lukas. Wer hat's vermisst? Ihr habt's vermisst. Und ja, heute wollen wir mal ein bisschen was machen, was mit dem Dartboard zu tun hat, wo wir mal unser Talent an der Dartscheibe beweisen müssen. Allerdings gibt's da ein paar Besonderheiten. Genau, Wissen haben wir genug gezeigt, dass wir es haben oder auch nicht haben. Ja. Oder ob wir lustig sind oder nicht lustig sind. Oder wer was auch wie immer verkackt oder auch gut macht. Jetzt ist es Zeit, die Pfeile fliegen zu lassen. Wir spielen Darts, aber nicht einfach nur gegeneinander, sondern mit Handicaps gegeneinander. Wir haben da hinten auf dem Tisch, seht ihr gleich, 8 verschiedene Handicaps auf einen Zettel geschrieben. Die haben wir gut vermischt. Und nun ziehen wir jeder von uns ein Handicap und müssen dann mit diesem Handicap gegeneinander antreten. Also ich ziehe das Handicap für den Tim und Tim zieht das Handicap für mich, damit es auch alles fair ist. Nee, andersrum, glaube ich. Nee, wir machen es so. Okay. Ich sag, was du machst und du sagst, was ich mache. Alles klar. Viel witziger. Ja. Und genau, Leute, ich würde sagen, auf 3 geht's los. 1, 2, 3. Wir präsentieren Darts mit Handicap. So, und ich ziehe jetzt mein Handicap für den Tim. Genau, mein Handicap. Ich mische nochmal durch. So, auf, hau raus. Ich darf Tim seine Darts aussuchen. Gegner sucht seine Darts aus. Oh, ich stelle ihm so richtige Scheißdinger zusammen. Oh, ich stelle ihm so 40 Gramm, stell ihm so 40 Gramm schwere Darts oder sowas. Oder so richtig dicke Presspfeile. Ja, Mann, das mache ich. Ich überlege mir was Geiles, Leute. Okay, so gemischt hast du ja schon. Das heißt, mischen muss ich nicht mehr. Nee. Schauen wir mal. Ah, ist auch ein richtiges Scheiß-Handicap. So, Lukas darf einen Meter näher ans Dartboard. Also Leute, wenn ihr euch mal irgendwie vors Oki gestellt habt und einen Meter noch näher ans Dartboard, ist es fast genauso schwierig, wie wenn du einen Meter dahinter stehst. Geiles Spiel, wird lustig. Genau, achso, was ich jetzt noch vergessen habe zu sagen, wir haben, werden dieses Spiel jetzt öfters spielen mit Darts mit Handicaps, das ist sozusagen die erste Episode. Die anderen 6 Handicaps werden sozusagen in den darauffolgenden Videos dann noch erscheinen. Das heißt, schaltet auf jeden Fall auch in den nächsten Wochen ein und seht zu, wie wir uns hier blamieren. So, jetzt ist es langsam Zeit für die Wahrheit der Stunde. Für den finalen Moment. Für den finalen Moment. Ich muss noch an der Stelle kurz sagen, wir haben jetzt noch 6 Handicaps offen. Das heißt, wir machen heute 2 Handicaps und in den nächsten Videos, also in den nächsten Wochen und Monaten, werden wir noch des Öfteren mal dieses Format Tim vs. Lukas mit Darts mit Handicap machen. Das heißt, bleibt dran und immer einschalten. Und die Glocke nicht vergessen. Und die Glocke nicht vergessen. So, ich darf jetzt präsentieren das Meisterwerk, was ich mir ausgesucht habe. Tada! Leute, ein 40 Gramm schwerer Barrel mit wenig Grip, einem extra Short Schaft und dicken großen Peer Flights. Die Sache ist so, Leute, überhaupt nicht spielen. Erstmal, Tim mag viel Grip, ich habe ihn mit wenig Grip ausgesucht. Tim kann nicht mit 40 Gramm Fallen spielen, natürlich nicht. Und vor allem der Schwerpunkt ist extrem weit vorne, was in Tim auch nicht liegt. Und die Dinger fliegen, ich habe damit eben gerade 2, 3 Mal aufs Board geworfen. Die Dinger wackeln so brutal, das ist so schwierig damit. Ich bin mal gespannt, wie er abschneiden wird. Genau, aber bevor es losgeht, wir wollen euch noch kurz sagen, wie das Spiel abläuft. Wir spielen Best to 2 Legs, also wer die 2 Legs gewinnt, der ist sozusagen der Sieger. 501 Doppel. Da mir das Checken eh nicht gelingen wird, werde ich wahrscheinlich da ewig brauchen für. Aber wir warten mal ab, vielleicht habe ich auch ein bisschen Glück und der Dartsgott ist mit mir. Ich stehe einen Meter vorm Ding, also fuckt auch mal ab. Ich finde dein Handicap nicht so schwierig wie meins. Werden wir gleich sehen, Leute, deswegen seid gespannt. Und los geht's. So, Leute, wir sind jetzt wieder hier am Start, haben uns präpariert. Das sind meine Pfeile übrigens. Ich glaube, man sieht es nicht so gut wegen dem Licht, aber Gold. Genau, du spielst jetzt, wir machen erstmal Ausbullen, ne? Klassisch. Wer beginnt Ausbullen. Und dann 2 Legs, 501 runter, los geht's. Ich bin halt fast mit dem Pfeil am Board gefühlt. Alter, kann man ja auch nicht verkacken. Genau, ist so schwierig, fuck. Okay. Oh, da habe ich Ausbullen gewonnen hier. Okay, so. Ich habe ihn auf der App sogar eingetragen, zufällig schon, dass Tim als erstes beginnt. Okay. Ach du Scheiß. Direkt kaputt gemacht. Direkt ein Querschläger. Wie viele Punkte? 20. 20. Ich gehe auf die 19, Leute. 20. Oh.
38, 48, 54. Okay. Ich traue mich gar nicht richtig durchzuziehen. 25. Also Leute, das sind solche Brocken, die Dinger. Der Lukas, der scored auf die 3, jawoll! 9! Schön! Aber schön. Gutes Scooping! Du hast ein gutes Scooping hier vorne. An die Pfeile ziehen sie es auch an, finde ich. Ah! Ah, Junge, das sind 61 Punkte. Stark. Bitte. 38. 45. 45. Leute, wir benutzen hier übrigens auch die Dark Counter App. Da kann man so ganz geil 45 ganz geil seinen Punktestand mitzählen. Okay. Unentschieden, Leute. Knappes Unentschieden. Alter, Junge. Alter, ich werf die Dinger quer ins Board. Ja klar, weil die... Alter, 5. Ja, logisch, weil die doch komplett wackeln, weil du doch viel zu kurze Schäfte... Also, viel zu kurze Schäfte, die ich immer ausgesucht habe. Für das Gewicht vor allem. Aber ich führe. Ich führe, Leute. Ja, ich habe jetzt immer einen Wurf. Oh, das erste Triple. 19 hier, stark. Und das nächste haut er jetzt sicher in die 3. Ich fühle mich wie Phil Power Taylor, der hat auch immer mit so schweren Dingern geworfen, oder? Ja, aber nicht so schwer, Digga. Oh! Die Triple 7. Die mag ich eh. Da ist er durchgeflogen. Ja. 56. Meine Fleißfliege, Alter. Und da ist das erste Triple. Nein! Und danach zwei gekommen die 1. Ich glaube, ich mache das Startboard kaputt mit den Dingern, ehrlich gesagt. Ist doch scheißegal, komm, was Neues. Ich geh jetzt auch mal auf die 20 nach oben. Oh! Oh. Ich komme jetzt 120 mindestens. Oh! Was ist das? Ja, 82. 82. Oh, was sind das? 38. 38. Und ein kaputter Pfeil. Die gehen ja jeden dritten Wurf kaputt. Also fliegen die Pfeilzer weg. Ja gut, wenn du mit dem dicken 40er gegen den davor kommst. Jetzt musst du dich tief in den Checkout-Bereich reinspielen. Und jetzt wichtiger letzter Dart. Nichts gibt's. 45. Oh, Checkout, Leute. Oh, Double 9. 58. Ich hab 147 Rest, Leute. Deswegen geh ich jetzt auf die Triple 17. Triple 20, Triple 17, Double 18. Ich geh jetzt auf die Triple 17. Einfache 17. 2. Ich war gerade immerhin, jetzt kann ich oben schön. Ja, sichere 20. 39, ne? Ja. Oh! 60. Bist du auch im Checkout-Bereich? 108 habe ich. Oh! 108 Finish, komm. 48 Rest. 48 Rest, 48 Rest, was spiele ich denn da? 16 für 32. 16. Ja, 16 ja. Doppel. Ja. Scheiße. 8? Ja, Tops. Oh, Tops, genau, deswegen geht man auf den Weg meistens. Muss ich leicht umstellen. Jetzt war Tops Rest. Oh. 32. Eins. Fanculo. Noch eine 1 für 19. Sind auch weit weg. War dumm gespielt, ich hab mich noch. Was muss ich denn? 85, 25, 25. Was?
Für den 15 oder 20. Einfache 15. 70 Rest, 20 für Bulls. 20 für Bullseye. Drei für Doppel 8. Ist überworfen. Scheiße! Scheiße, das ist gar nicht so einfach, Fantona. Das ist wirklich scheiße. Alter, ich werf die Doppel 13. Auch überworfen. Auch überworfen? Ganz viel. Na, steckt auch. 3 für Doppel 6. Doppel 8. Mann! 57 überworfen. Alter. Oh, der war knapp. Oh, fuck! Oh, Junge! Wo ist mein Flight hin? Weiß ich nicht. Ich kann den Ersatzflight mal hinlegen. So, was muss ich machen? Du kannst immer noch stellen. Ja. Soll ich auf den Boden legen? Nee. Doppel 8. Ah! Oh. Und sicher, dass die. Nein! Ja, doch. Ich hab 5 Rest. Was? Bitter. Ich hab Angst. Boom! Doppel 6 gecheckt. Nein! Mit 40 Gramm Darts. Yes, Game Shot. Aber du hast ja auch begonnen. Das war ja auch dein Leck. Ja. Leute, das war sein Leck. Alles gut, Leute. Alles gut. Alles gut. Okay. Keine Panik. Zweites Leck. Auf der Titanic. Da war ich gerade selbst von mir überrascht. Ich auch. Und sichere 57. Alter, die sind sauschön geflogen. Immer gut. Weißt du, wieder der wäre in die Triple 20 gegangen. Ja, klar. 61? Ja. Der wäre in die Triple 20. Der wäre in die Triple 20. Ich komm näher. Ich hab einen Trick raus, muss fester werfen hier unten. Also generell, wenn man so nah dran steht, viel fester richtiger werfen. Richtiger Master-Trick. Siehst du, wie die nach unten hängen? Ja, ja, das... Obwohl es kurze Schäfte sind, aber weil der so schwer ist, halt so lang ist. 28. Wieder 41. Vielleicht soll ich mal nach oben gehen, vielleicht ist es von unten zu nah. Nach oben ist mehr Distanz. 60. Weißt du, nach oben habe ich mehr Distanz, dann kann ich nach oben gehen. Ja, das kann ich besser. 60. 45. Ich habe guten 40er Durchschnitt hier gerade. Ja, Leute, ich spiele einen stabilen 42er Average. Ich auch, 42,5. Die Platz 10. 35. Ja! Yes! Hundert! Ja, ich geh nach oben mit denen, das ist besser. Das war dumm, ich war viel zu lange unten auf der 19. 26. Boah, schön. 100! Stabiler Huni. Gerade geht's ab. Hundertsiebzehn Finish. 66. Oh, abgeprallt. Ja, ob der jetzt zählt, Leute? Hat es auch rausgefallen? Ich hatte ihn in der Hand schon kurz. Ist er nicht rausgefallen? Wir lassen ihn mal zählen. Ja. Lukas betrügt ganz gerne. Nee, aber ich hatte eigentlich eine Hand schon. Oh, Bowie-Zahl stehen. Mit 165. Oh, ich wollte die Triple 12. Schade. 18. Pink. 14 für Tops.
5 für Tops. Nein! 29. Ist gar nicht so einfach, die Großen zu treffen, finde ich. Irgendwie. Oh. Fünfundzwanzig. Ich gehe jetzt mal für die 14. 11 für Doppel 7. Ich gehe auf die Doppel 7. 28. Was mache ich? Ja, auf die 11 oder 7. Triple 20, Doppel 12. 8. Was habe ich jetzt Rest? Was hast du geworfen? 8. Du hast 25. 17. 17. 3 für Doppel 7. Ah, oh, schade. Schöner Versuch. Mhm. Komm. 13. Ich hab 7. Ey, die sind bis zum Anschlag im Board. Ey, 7 Rest, Leute. Ich geh jetzt auf 1 Doppel 3. Was hab ich geworfen? 13, ne? Ja. 1 Doppel 3. 20. Schade. Ich drück jetzt hier gar nichts mehr. Los, immer 0 drücken. Oh. Der ist auch nett drin. Nein. Ne? 20. Jetzt habe ich 51 Rest. Gehen über die 11. Ah, ich wäre abgekackt, wenn das jetzt hier das Finish gewesen wäre. Nee, der wäre aber Richtung Triple 20. Ah, okay, schade. 31 für 40. Ich muss 0 drücken bei mir erstmal. Was? Du musst bei mir erstmal 0 drücken. Eins für Doppel 3. Ich spiel ein bisschen Hocke. Nein, beim Checken alles verkackt beides mal. Geh mal weg kurz. Ich will mal kurz noch spielen. Oh, hab ich dich, Boah, es ist so schwer, dieses scheiß Doppel zu treffen. Ey, die fliegt. Das ist unmöglich. Ja. Also, Leute. Ich übe noch ein bisschen weiter. Da ist der Sieger von dieser heutigen Partie: Tim vs. Lukas mit Darts mit Handicap. Heute bin ich der Tagessieger. Ich bedanke mich mit 40 Gramm Darts. Ich glaube, so ein 40er Average war es am Ende, war glaube ich ganz in Ordnung. Ich weiß doch immer nicht. Trotz anfangs gedachtem leichterem Handicap von Lukas konnte ich diese Partie für mich entscheiden. Ich fühle mich geehrt und möchte natürlich meine Familie da draußen grüßen. Ohne euch wäre ich heute nicht hier. Nicht da, wo ich jetzt bin. Nicht da, wo ich jetzt bin. Und ja, wenn euch dieses Video gefallen hat, liked gerne. Kommentiert und markiert vielleicht eure Freunde, die dieses Video sehen sollten, die einfach auch mal Bock auf einen kleinen Lachanfall haben. Abonniert unseren Kanal und wie immer wünschen wir euch Good Darts. Haut rein. Ciao, ciao. Ciao. Wir präsentieren Darts mit Handicap. Wir präsentieren das an. Sag du nur. So, auf drei geht's los. Okay. So, Digga, das ist jetzt ja geil, gell? Also...